Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind hier unterwegs auf der Kallebach. Wir fahren jetzt mal zu den Schafen. So, da drüben sehen wir unseren Fendt, der ist noch dabei anzusäen mit der Drille. Und ich hatte ja das Problem in den letzten beiden Folgen geschildert, dass wir ja keinen Mist bekommen. Und Grüße gehen raus an den Snooze. Der hat mir jetzt geschrieben, dass er im Prinzip auch das Problem hat, hat aber eine Lösung gefunden und es war wie nicht anders zu erwarten. Natürlich müssen wir eine Mistplatte setzen und dann soll es wohl Mist geben. Jetzt ist es so, dass ich das Ganze auch schon mal ein bisschen ausprobiert habe und ich kann sagen, ich habe einen Teilerfolg erzielt, aber so richtig funktionieren will es auch nicht. Ich zeige euch, was das Problem ist, beziehungsweise was ich versucht habe. Deswegen fahren wir jetzt auch hierher zu den Schafen. Also, was mich bei der ganzen Sache irritiert, ist Folgendes. Hier haben wir die Schafe, hier werfen wir Stroh ein und er zeigt uns an Mist 0. Jetzt ist es auch so, dass der Stroh oder dass das Stroh auch nicht weniger wird. Wir sind bei 5035 und ich habe jetzt Folgendes gebastelt. Ich habe tatsächlich hier dieses, ja, ich habe zuerst eine Mistplatte da hinten rechts hingemacht. Das hat nichts gebracht. Ich habe eine Mistplatte, also das Gebäude verkauft, dann habe ich hier eine große Mistplatte hingemacht, eine kleine Mistplatte. Ich habe eine Mistplatte da hinten reingesetzt, hat alles nichts gebracht. Also irgendwie bei den Schafen bekomme ich keinen Mist und es wird auch das Stroh im Prinzip nicht weniger. Wir sind immer noch praktisch bei dem einen Ballen bei 5035. So, jetzt sieht es hier bei dem guten Fendt, der ich gleich jetzt wieder auf die Reise schicken muss, weil der sich jetzt nicht festgefahren hat, aber jetzt den Weg nicht findet. Hier sieht die Sache halt ein bisschen anders aus. Hier haben wir 9.464 und hier werde ich dann jetzt gleich eine Mistplatte hinsetzen und die scheint sich auch dann zu füllen. Interessanterweise, wobei hier eben überhaupt nichts steht bezüglich Stroh. Okay, werden wir gleich machen, dann können wir uns davon überzeugen, dass das Ganze auch wirklich so funktioniert. Und dann werden wir noch sehen, wie wir das Ganze jetzt hinbekommen. So, lass mich aber erstmal schauen. Haben wir denn soweit jetzt alles hier angesät? Tatsächlich, auf der Seite sind wir durch. Material ist noch drin. Dann würde ich jetzt den Fendt hier mal so losschicken, damit er hier weiter ansät. Ich denke, das kriegt er auch hin. Und ich stelle mich jetzt mal dahin und wir bauen jetzt die Mistplatte und dann werden wir schauen, ob das Ganze auch diesmal nochmal funktioniert, auch im zweiten Anlauf. So, Quatsch, wir müssen hier rein, Baumenü, in das wunderschöne Gute und Silo. Und da habe ich zum Beispiel neben dem Standard, der mir einfach zu groß ist und wir ja das Problem haben, dass der irgendwie, ich weiß nicht, also der ist irgendwie Chefs, den kriegen wir nicht so richtig rein. Deswegen habe ich hier eine andere Mistplatte organisiert, die eben auch, wie gesagt, im Test funktioniert hat. Und da werden wir auch diese kleine hier installieren, weil dann können wir die nämlich hier praktisch um die Ecke bauen, denn wir brauchen ja eigentlich auch nicht viel Mist. Wir wollen das ja für unseren Schrebergarten haben. Und das hat funktioniert. Jetzt könnte ich natürlich auch diese Platte hier hinmachen. Aber ich sehe das jetzt mal so. Ich glaube, hier soll angeblich auch 1,5 Millionen Liter reinpassen. Also müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Dann packen wir einfach hier so die Mistplatte so hin. So, jetzt aber. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das Ganze jetzt funktioniert. 9.464 Liter. Und im Moment ist hier noch null, aber ich bin guter Hoffnung, dass spätestens um 11 Uhr, wenn die Zeit etwas voranschreitet, und wir werden sie jetzt auch etwas voranschreiten lassen. So, 5 Minuten und dann lassen wir uns überraschen, ob tatsächlich dann Material reinkommt. So, wo ist er? Er macht das ordentlich, das gefällt mir gut. So, und dann können wir uns nämlich hier mal anschauen, wie viel Wasser haben wir denn jetzt hier drin? Müssen wir nochmal Wasser holen? Mist, Wasser, okay. Läuft die Produktion? Ah ja, wir lassen die Erdbeeren weiterlaufen. Okay, aber wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir hier Mist reinbekommen. Ansonsten müssen wir eigentlich auch mal Saatgut kaufen. Wir haben meines Wissens Saatgut ja auch noch am Hof. Ja, wir könnten aber trotzdem mal schnell
ein bisschen Saatgut holen zum Einlagern bzw. hier zum Erweitern. Sudele. Dann holen wir uns eine Palette Saatgut und machen das gleich mal hier in den Schrebergarten. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite und dann können wir noch mal ein bisschen Wasser hinbringen. So, auf der schönen, wunderbaren Kallebach. Wobei ich immer noch das Problem habe, wo werde ich meine Großgeräte unterstellen? Denn die ganzen Unterstände sind alle ein bisschen niedrig. Da kriegen wir einfach die Gerätschaften nicht rein. Aber okay, wird schon passen, kriegen wir schon hin. Wunderschön, wie hier die Sonnenblumen schon da sind. Hervorragend. So, September. Okay. Und dann kaufen wir mal eine Palette Saatgut. Hm, 1000 Liter, okay. Soll reichen. Also, ich habe mich doch jetzt nicht geirrt, oder? Saatgut, genau. So, wie fahren wir rein? Von der Seite. Und ich habe mir eben gedacht, dass wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen vorarbeiten, denn am Dienstag gehen wir ja wieder live. Im Livestream dann am Dienstag die Kallenbach wieder von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Und dann schauen wir mal, auf welche anderen Probleme wir hier noch stoßen werden. So, wir fahren hier rechts runter. Jetzt muss ich gerade mal schauen, das sieht schon fast aus wie Spinat hier, oder? Nee, ist rote Beete, alles klar. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen schon im LS25-Modus nach der FarmCon und nach den Videos, die ja jetzt alle hier veröffentlicht werden. Bezüglich Grafik, neuer Maschinen, neue Fruchtsorten und so weiter und so fort. So, wir fahren mal außen rum. Ich glaube, ich jetzt doch ein bisschen der längere Weg. Aber die Map hat es auch verdient, dass man auch mal ein bisschen anders herumfährt. Okay. Sehr schön. Da unten im Kallenbach. Hervorragend. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich ja völlig falsch fahre. Heidenei, er wieder. Ja, wir müssen ja runter zum Schrebergarten. Also jetzt bin ich tatsächlich einen Wahnsinnsumweg gefahren. Naja, wie gesagt, wir genießen die Aussicht. Hier geht's jetzt rein. 30 bitte. Okay, und hier müssten wir abladen können doch, oder? Da sollte er das Ganze doch jetzt annehmen. Bitte sehr. Sehr schön, jetzt klappt's doch. Ja, wir müssen uns ein bisschen herantasten, ne? Also interessanterweise, das Wasser war kein Problem, das konnten wir von der Straße, aber hier müssen wir schon ein bisschen über den Trigger ranfahren. Hervorragend. So, wir stellen uns mal hier rein und schon sind wir wieder angedotzt. So, Dele. Und wir haben 11.05 Uhr und das heißt, wir springen mal rüber.
Ja, der ist jetzt auch gleich fertig. Wir springen jetzt mal rüber und jetzt sollte doch hoffentlich hier schon der erste Mist drin sein. Und tatsächlich, Freunde, hier ist er. Der erste Mist, 49 Liter. Wie gesagt, ich grüße Snooze, der mir hier auf jeden Fall den Tipp gegeben hat, dass es doch der richtige Weg ist, hier eine Mistplatte zu installieren. Aber, wie gesagt, ich bin etwas verwundert oder ich weiß noch nicht, warum es anscheinend jetzt hier bei den Kühen klappt. Witzigerweise, ich meine, hier wird überhaupt nichts angezeigt. Vielleicht liegt es eben doch daran, dass eben nichts angezeigt wird und hier passt es dann. Hier zeigt er uns jetzt den Mist an. Aber okay, somit hätten wir das Ganze jetzt geklärt. Ich verstehe halt immer nur noch nicht, warum ich es hier oben bei den Schafen nicht hinbekomme. Ne? Also, ich werde mich noch ein bisschen zurückhalten, was die Schweinchen angeht und vor allen Dingen die Pferde. Aber wir werden hier jetzt weiterarbeiten mit Schafen und mit den Kühen. Und warum wir hier, die, wie gesagt, den Mist nicht verarbeitet bekommen, naja, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, bis hier vielleicht, keine Ahnung, die Tiere etwas älter sind, aber sie haben doch Gesundheit, 100%, produzieren auch Wolle. Ich weiß es nicht. Oder ist es, da gibt es da irgendwo einen geheimen Platz, wo man dann eben den Misthaufen platzieren muss? Oder geht es dann tatsächlich nur mit dem Original-Misthaufen? Ich weiß es nicht. Aber egal, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Misthaufen, der funktioniert, nämlich bei unseren Kühen. Und da springen wir nochmal hin. Und der Fendt müsste dann jetzt gleich fertig sein. Sehr schön. Und das heißt, dass wir mal auf jeden Fall... Augenblick. Schauen wir mal, wie viel haben wir noch drin? Bei den Kühen. Eigentlich ist ja jede Menge Stroh drin. Das ist eigentlich gar kein Problem. Können wir da noch ein bisschen was reinwerfen? Theoretisch ja. Ja, wie gesagt, 5035, das wird nicht weniger. Aus irgendeinem Grund wird hier nicht das Stroh verbraucht. Das ist so ähnlich wie bei auf der Neumini-Brunnen, da haben wir so einen ähnlichen Effekt mit dem Mod, dass man zwar Stroh einwerfen kann, aber es wird irgendwie nicht verbraucht. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Okay, lasst uns mal kurz schauen, gibt es irgendwelche Aufträge? Nee, Verträge gibt es keine. Also gut, dann springen wir mal hier in unseren kleinen, wechseln nochmal und werfen mal noch sicherheitshalber einen Strohballen ein. Und diesmal schauen wir einfach, dass wir mal uns vorher überlegen, wie wir fahren müssen. Jetzt ist es schon eine kleine Map und trotzdem verfahren wir uns hier ständig. Was vielleicht auch ein kleines bisschen daran liegt, dass eben hier alle, ja, ich sag mal Höfe. Wieso ist denn das hier so Scheps? Warum liegt, hä? Naja, okay, da müssen wir dann auch ein Auge drauf werfen. So. Weil ruckzuck kriegen wir nämlich keine Eier nach. Aber es sind ja auch, glaube ich, nur 30 Hühner. So, zack. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Wir haben auf jeden Fall einen Strohballen bei den Kühen. Haben wir ja die Strohballen drin. So, der Fendt scheint jetzt fertig zu sein. Oder zumindest findet er den Weg nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Und dann sind wir auf jeden Fall auch mit der Aussaat erstmal fertig. So. Ja, also ich glaube, da müssen wir nicht jetzt den letzten Zentimeter machen. So, wo sind wir denn? Ah, da unten doch. Da können wir auf jeden Fall noch einmal ein Vorgewende fahren, dann passt es. Genau, einmal hier rum, Vorgewende und dann sollten wir eigentlich durch sein mit diesem Feld. Dann müssen wir es, glaube ich, noch düngen, oder? So, wir schauen nochmal in die Karte. Ach, da vorne fehlt auch noch ein bisschen. Ja.
Ja, okay, jetzt ist okay. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen. Also wir haben, glaube ich, das Ganze gekalkt, hervorragend. Und was uns fehlt, ist natürlich die Düngestufe. Dann fahren wir mal mit dem Kollegen zurück. So. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall einmal düngen. Aber ob wir das diesen Monat machen oder nächsten Monat, ich überlege noch. So, jetzt müssen wir hier an dem hier vorbei. Und dann finden wir mal ein kleines Plätzchen für die Drille. Ich denke, die werden wir irgendwo unterkriegen. Huch, ein alter Citroën, okay. Ja, wer erinnert sich nicht daran, der hatte bereits Kurvenlicht. So. Okay, wo packen wir das Teil hin? Ja, das ist alles schwierig. So, hier ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Dann haben wir es zumindest am Hof und wenigstens unterm Dach. Okay, so, wir wollten hier noch Ballen einwerfen. Da fällt mir nämlich auch gerade ein, wir haben da eh noch einen Ballen aufzuräumen. Ich glaube, da liegt noch ein... ja, da liegt noch einer. Den müssen wir sowieso erstmal aufräumen. Na, sehr schön. Okay, wir brauchen noch einen Strohballen. Also ich werde mich auf jeden Fall jetzt hüten, bei den, ach, da ist der. Jedes Mal woanders. Bei den Schafen noch Stroh einzuwerfen. Also das scheint ja, wie gesagt, im Moment nichts zu bringen. Außer ihr könnt mir genau sagen, an welcher Stelle man eben dann die Mistplatte platzieren muss, weil hier scheint es ja zu funktionieren. Und da habe ich es eigentlich auch nah genug gemacht und trotzdem will er sie nicht nehmen. Okay, sehr schön, der Ballen ist weg. Was haben jetzt unsere Kühe? Schauen wir mal kurz rein. Die Kühe haben jetzt im grünen Bereich hervorragend und die erste Milch haben wir auch. So, hier haben wir auf jeden Fall auch noch genügend Platz, was die Eier angeht. Sehr schön. Und Wolle und Wolle. Warum zeigt er eigentlich hier jetzt nicht die Wolle an? Auch das ist ein bisschen irritierend. Okay. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Dille, dann fahren wir mal erst wieder zurück. Dann fahren wir damit erstmal zurück und schauen, dass wir da wieder eine Stelle finden, wo wir das Teil unterstellen können. Oh, und noch eine kleine Ente. Also hier ist sehr französischlastig anscheinend der Fuhrpark. Sehr schön. Ja, dann stellen wir den hier rein. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen und haben zumindest das eine Thema hier erledigt mit unseren Kühen. Also wir sind jetzt wieder im grünen Bereich, was zumindest die Möglichkeit für unseren Schrebergarten angeht, weil es wäre ja wirklich schade, 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 wenn wir diesen Schrebergarten nicht in irgendeiner Form zum Laufen bringen oder andersrum gesagt zum am Laufen halten können. Ne? So, wir schauen nochmal kurz rein. Also Saatgut ist jetzt genügend drin, Mist ist noch genügend drin, Wasser haben wir jetzt auch und ich denke im nächsten Monat haben wir dann genügend Mist, um es rüberzubringen hier für unsere Produktion, das Gartengrundstück, damit wir hier arbeiten können. Witzig, da steht Gartengrundstück Mist. Okay, vermutlich, weil man immer hier mit Mist arbeitet. Keine Ahnung, also es ist ja alles das Gleiche.
Es unterscheidet sich mehr oder weniger eigentlich nur beim Wasser und beim Mist. Okay, am wenigsten brauchen wir eben für die Erdbeeren. Okay, Freunde. Also, das soll es gewesen sein für die heutige Folge von der Kallebach. Und wir haben jetzt endlich das Geheimnis, zumindest zum Teil und auch mit der Hilfe vom guten Snooze gelöst, wie wir hier jetzt hier an Miste herankommen für unseren Schrebergarten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal von der Kallenbach im Stream am Dienstag 20:30 Uhr hier auf diesem Kanal.